Hey Leute, der ist zurück mit einem neuen Part Game of Thrones. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich habe da was an der Wand gesehen. Im letzten Part. Wir durchsuchen natürlich jetzt gründlichst das Arbeitszimmer unseres Vaters. Hier ist nichts. Eine Halskette. Schlüssel des Vaters. Ich glaube, die Schlüssel sind wieder die sieben der Götter. Vater, Mutter, Fremde, Schmied, alte Frau. Hier auf ist mehr kommen jetzt nicht, Leute. Aber da ist noch was. So, ich sehe das immer so, wenn es ein bisschen flimmert. Unglaublich. Eine Geheimtür. Keine Spur von Vaters Dokumenten. Das Rätsel der Schlüssel, sag ich doch, die sieben. Ein paar habe ich ja jetzt schon. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich muss mal gucken, Leute, was ich nur alles schon habe. Das wird zum Glück unter Questgegenständen geführt. Schlüssel des Kriegers, Schlüssel des Schmieds, Schlüssel zur Burg von Flussrad, da kann man da unten mit rein. Schlüssel des Vaters, also drei von den Schlüsseln, die wichtig sind, haben wir schon. Und einen weiteren, der unten ins Kellergewölbe führt. Keine Spur von Vaters Dokumenten. Ja, so einfach machen sie uns das auch nicht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich gucke aber trotzdem noch lieber einmal mehr rum hier. Und was ich auch noch gucken wollte, ist, was haben wir jetzt da für ein Amulett dazu bekommen? Savix Halskette, Lebensregeneration, das ist nicht verkehrt. Das kann man ja denn auf dem Markt tauschen, wenn man in den Shoppen geht. Nee, wir gehen jetzt in den Keller rein. Vielleicht komme ich sogar... Ah, ich komme jetzt sogar hier weiter, Leute. Das ist aber nicht das richtige Werkzeug, um Hühner zu schlachten. Dann nimmt man hier vielleicht zwei Hände. Braucht man das Fleisch nicht? Pinkelst du da hin? Warum stehst du mit deinen Zehspitzen da auf dem Korb? Das ist Quatsch. Hol dir doch einen Hocker. Hier hatte ich ja schon was gefunden. Aber... lieber einmal mehr gucken. Nee, da ist wirklich nichts mehr. Bei den Statuen wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Vielleicht finden wir jetzt in dem Arbeitszimmer was. Wir können auf jeden Fall mit Harwin sprechen. Vielleicht weiß er auch noch mehr. Was kann ich für euch tun, Alistair? Ich habe einen geheimen Durchgang im Arbeitszimmer meines Vaters entdeckt. Ich konnte ihn bisher noch nicht öffnen, aber ich habe das hier gefunden. Ich denke, es hat etwas damit zu tun. Aber bisher habe ich noch nicht herausgefunden, was. Tatsächlich. Das könnten Hinweise sein, die verschiedene Teile der Burg darstellen. Allerdings bezweifle ich, dass er jedes Mal kreuz und quer durch die Burg gerannt ist, wenn er ein geheimes Dokument einsehen wollte. Was auch immer ihr sucht, scheint nur eine Notlösung zu sein für den Fall, dass große Gefahr besteht. Ich verstehe. Es muss einen einfacheren Weg geben, diese Tür zu öffnen. Das ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht hat er das Geheimnis auch mit ins Grab genommen. Dieses Gedicht ist vielleicht die einzige Möglichkeit, zu finden, wonach ihr sucht. Dann weiß ich, was ich tun muss. Vielen Dank. Mir erstmal das Gedicht durchlesen, das habe ich nämlich nicht gemacht. Leute, verwirrt ich bin.
Sieben Götter, sie wachen über dieses Haus. Sieben Gesichter, die machen den einen aus, der uns sicher durch die Schatten geleitet, zum Geheimnis gänzlich unverbreitet. Der mächtige Vater, auf das er uns führe. In seinen vier Wänden verbirgt sich eine Türe. Das ist wahrscheinlich das, was wir oben schon gefunden haben, also diese Geheimtür. Ihm untersteht der gar kräftige Schmied, ihm und seinem Werkzeug am Feuermann sieht. Das habe ich auch schon gefunden. Auch unsere Mutter war ihm treu ergeben. Dort, wo sie schlief, findet man ihren Segen. Aber die Jungfrau, sie hält sich bedeckt, was sie wohl in ihrem Bettchen versteckt. Also, einmal Mutter, wo sie schlief, also wahrscheinlich die Zimmer von seiner Mutter und von seiner Schwester. Krieger habe ich auch schon. Bewacht und beschützt von des Kriegers Schwert, mit Stahl, Fleisch und Knochen erst fürchten lehrt. Gebrechlich hingegen das alte Weib, vermählt vor dem Thron schon seit ewiger Zeit. Okay, wahrscheinlich der Thronraum. Bereits als der Fremde noch unter uns weilte, bevor er hinfortging und ostwärts sich eilte, erhüllte sich gläubig in flammendes Rot, obwohl er fündig wird nach meinem Tod. Das hat übrigens eine Bewandtnis, also jetzt nicht zu dem Rätsel als solches, sondern der Fremde erhöhte sich, glaube ich, in flammendes Rot, bezieht sich tatsächlich auf Rolor, also die Religionen haben auch Gemeinsamkeiten. Der Fremde hier in diesem Glauben, in dem Sieben-Götter-Glauben, ist eigentlich, ich will nicht total was Falsches erzählen, aber das müsste sogar Rolor als solches sein. Naja, also die Zimmer von den Frauen wäre halt nicht doof. Hier haben wir das Kriegers Schwert ja gefunden. Das war ja schon. Vielleicht weiß der da was. Rühmann? Ist alles in Ordnung, Rühmann? Ich habe gerade einen Mörder festgenommen, der die Straßen der Stadt mit Blut überschwemmt hat. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so gut verteidigt hat. Er hat die Kehle einer Wache durchgeschnitten, bevor der Kerl überhaupt sein Schwert ziehen konnte. Dann seien wir froh, dass er jetzt im Verlies ist. Und wie geht es euch, Ravella? Sehr gut, Milord. Was können wir für euch tun? Ich muss die Dokumente meines Vaters finden, aber sie sind irgendwo weggeschlossen. Ich glaube, dass dieses Blatt mir den Weg zeigen kann. Ein Rätsel, ein Gedicht, das mein Vater geschrieben hat. Ich suche nach seinen Dokumenten. Das sehe Reinald ähnlich. Er war ganz vernarrt in Rätsel. In diesem geht es anscheinend um unsere Familie. Auch ihr werdet erwähnt, Ravella. Ist der Thron, vor dem ihr meine Eltern getraut habt, der aus der Burg? Ja, in der Tat. Dennoch weiß ich nicht, wo Lord Reinald etwas versteckt haben könnte. Wenn er es geschafft hat, etwas zu verstecken, kann es sicherlich nur ein gutes Auge sehen. Ich verstehe. Und diese Zeile, ich nehme an, der Krieger bezieht sich auf euch, Rühmann. Es kann sich auf mich beziehen oder auf jeden anderen, der eine Rüstung trägt. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Bitte entschuldige mich. Bin ja so ein bisschen froh, dass die jetzt wieder ein bisschen mehr zu Alistair stehen. Den Krieger haben wir außerdem eh schon gefunden, also ist es wurscht. Ich gehe mal den Thronsaal absuchen. Da ist noch irgendwas. Ah, ein Westeros-Archiv und ein Siegel der Erkenntnis. Gibt wieder ein bisschen Zaster. Jetzt hat es irgendwo das Zündeln angefangen. Haha. Schlüssel des alten Weibs, jawohl. Das dürfte Nummer 4 sein, oder? Ach, Siegel der Erkenntnis ist das bloß. Okay. Ich gucke nochmal nach den Schlüssel. Krieger 1, 2, 3, 4. Vier Stück haben wir. Drei fehlen also noch. Ja, dann gehen wir nochmal runter in den Keller. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Also alles kein Drama. Kriechen wir hin, Leute. Die Zeit verfliegt mir, Leute. Das ist meine Zeit zum Aufnehmen heute.
Wie gesagt, so 20 bis 25 Minuten. Ich habe sowas schon angedeutet im letzten Part. Zur Zeit werden so knapp unter 20 Minuten wahrscheinlich sein. Das ist mal nicht verkehrt. Ich hoffe, das schickt. Das ist zumindest eine Rüstung. Die ist auf Mittel sehr, sehr schön und hat richtig gute Werte. Sieht der Original eigentlich recht ähnlich. Deswegen stört es mich null. Dann tragen wir die natürlich auch. Weil das Design seiner Originalrüstung finde ich schon ziemlich Hammer. Wenn wir uns hier einen Wolf suchen, ne? Es geht alles runter. Wir nehmen erstmal den Bereich uns vor hier. Das dürfte der Kerker sein. Mhm. Also ich hätte jetzt die Savix nicht so als Folterer eingeschätzt, muss ich tatsächlich sagen. Wobei wiederum, das macht in Game of Thrones auch jeder. Aha, das ist wahrscheinlich der Schurke, den sie gefangen genommen haben. Oder ist er das? Ich kann mit allen nicht reden, vielleicht kommt das noch. Ihr seid es. Ich vermute, ihr werdet mich darum bitten, euch aus dieser Zelle zu befreien. Ihr wisst, was ich getan habe. Aber was ich getan habe, war gerechtfertigt. Nur dieses Schwein sollte für das bezahlen, was er meiner Schwester angetan hat. Hä? Okay. Mehr passiert jetzt. Sir Sarvik, ihr seid nach Westeros zurückgekehrt? Wer seid ihr? Ich habe euch während der Aufstände nicht gesehen. Sprecht ihr von den letzten Aufständen? Ich bin nämlich schon viel länger hier. Sehr viel länger. Mhm. Ah, Sir Sarvik. Ihr kommt genau richtig. Ich glaube, ihr habt vergessen, mich nach den Aufständen freizulassen. Du bist noch nicht verurteilt. Ich weiß, dass ihr ein Exempel statuieren müsst. Aber ihr werdet mich doch nicht deshalb hier verrotten lassen, oder? Ich werde meine Entscheidung nicht ändern. Ich habe das Mädchen kaum berührt. Bitte! Bei der Jungfrau! Lass mich hier raus! Nö. Meinst du von abgesehen, dass ich es eh nicht kann? Ah, Sir Alistair. Ich darf euch doch so nennen, nicht wahr? Welch ein Glück, dass ihr hierher gefunden habt. Ich möchte euch ein Angebot machen. Lasst mich frei und ich gebe euch mein Wort, dass ihr es nicht bereuen werdet. Ich kann im Moment nicht alle Details preisgeben, aber ihr müsst nur diese Tür öffnen und ihr werdet sehen. Sir Alistair? Nein. Würde ich eh nicht machen. Das ist dann nochmal die gemütliche Großraumzelle hier. Ja, irgendwie so richtig was reißen tun wir jetzt hier nicht, ne? Aber da ist nochmal eine Tür eingezeichnet. Bei dich. Hä? Hä? Da hat's irgendwo was aktiviert. Schienenkram, wo denn jetzt? Am Boden? Hä? Hm. Zeigt mir auf einmal auch zwei Pfeile da oben. Na gut, dann gucken wir hier einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch was in der Krypta. Das passt ja. Will der Östliche? Naja, das hier fällt in dem Laszlo wieder.
könnte natürlich auch sein, seine Mutter ist ja scheinbar auch schon gestorben, dass das Bett der Mutter tatsächlich hier das Grab der Mutter mit gemeint ist. Hatte so Besitzbänke, keine Särge, okay. Da sind zwei Knöpfe dran gewesen. Hier ist die Ruhestätte meines Vaters. Was ist das? Ich erkenne diesen Anhänger wieder. Mein Vater hat ihn immer getragen. Ich habe immer geglaubt, dass die sieben Zweige, aus denen er gemacht ist, ein Symbol für die sieben sind. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann könnte es auch genauso gut ein Schlüssel für die Tür sein, die ich gefunden habe. Nun, ich tue das für das Wohl der Familie. Warum sollte er den nicht nehmen? Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich hätte das Schändung. Nicht tun sollen. Ah, okay. Ja gut, das ist jetzt... Ja. Jetzt haben wir das Schlüsselrätsel halt verkürzt. Naja. Ein Bogen, okay. Ich hab richtig gut Zeug hier unten. Ich meine, einfach die Grabbeigaben mitzunehmen ist schon eigentlich Grabschändung. Insofern macht es den Kohl eh nicht mehr fett. Aber naja. Aber wir haben da einen Helm gekriegt, ich Dödel. Moment. Den Bogen mal angucken, der ist von den Werten bestimmt wesentlich besser als den wir haben. Gar nicht mal so. Die Geschwindigkeit und die Genauigkeit sind halt wesentlich höher, aber der Schaden ist eigentlich, naja, vergleichsweise vernachlässigbar. Aber der Helm ist natürlich interessant. Ja, es muss gleich wieder ein schwerer sein. Das ist natürlich Mist. Muss ich aber tatsächlich sagen, der gefällt mir nicht. Und außerdem, der ist viel zu schwer. Und weniger Rüstschutz. Der Energiebedarf ist höher. Nö. Fällt aus. Vielleicht ist er als Strafe so scheiße, weil wir Grabschändung betrieben haben. Ich weiß es nicht, Leute. Eine reine Mutmaßung. Na gut. Dann haben wir halt Papa besucht und naja, nein. Was soll's, gehen wir wieder rauf. Bisschen Geld. Und wir kommen zum Götterhain rein. Und ich guck gerade auf die Zeit, Leute. Ist schon wieder soweit. Leute, ich muss sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder mit rein. Ich bin der L, ich bin raus. Macht's gut, bye bye.